Bravo, bravo, sage ich da. Die neue ZDF-Nachrichtensendung Heute Plus hat mich heute mit einem knappen, echt unterhaltsamen, vor allem aber sachlich korrekten Beitrag begeistert. Ich gestehe, bei kirchlichen Themen ist es ja nicht zwangsläufig selbstverständlich. Der Einspieler hieß Allerheiligen versus Halloween. Allerheiligen, wir nennen das auch das Osterfest des Herbstes. Es gibt hier eigentlich keinen logischen Grund, wie im Beitrag ausgeführt, dann einen stillen Feiertag zu halten. Macht man an Ostern auch nicht. Im Gegenteil, Auferstehung ist der Grund schlechthin zur Party. Im Himmel erhoffen uns ja schließlich mit dem ewigen Hochzeitsmahl tatsächlich sowas wie eine ewige Party. An aller Seelen macht die Stille wiederum Sinn. Und gerade deswegen finde ich das so schade, dass an Allerheiligen immer die Leute es mit Friedhof und Tod verbinden. Und dass man ungelogen das Gefühl hat, wenn die Gläubigen zur Messe kommen, dass sie das schon mal vorsorglich ein Drittel depressiver tun als sonst, um den Tag irgendwie gerecht zu werden. Nee, der Hauptgrund übrigens, warum ich mit voller Begeisterung Jahr für Jahr aufs Neue zum Einzug bewusst alle Trompetenregister ziehe und da schon versuche, mit dieser ganzen Depression mal vorab aufzuräumen. Allerheiligen ist aber auch nicht einfach nur ein schlechterer Massengedenktag, um das Martyrologium Romanum mit einem Schlag abzuarbeiten. Es ist eben auch und vor allem die Erinnerung, dass wir alle zur Heiligkeit berufen sind. Deshalb war ja auch der ursprüngliche Termin am Sonntag nach Pfingsten, eben dem ersten Sonntag, der nach dem Osterfestkreis dafür frei war, Allerheiligen oder Heiligkeit als direkte Konsequenz von Auferstehung. Und Halloween? Es gibt ja Leute, die dem lieben Gott damit eine gehörige Portion Humor unterstellen, dass er den Reformationstag dadurch derart untergraben hat. Ja, was hier als Witz anklingt, kann man aber auch auf ernster Basis vertiefen. Frei nach Nietzsche, jede vergessene Wahrheit kommt vergiftet wieder. Wer weiß also, was einst aus dem Martinstag, dem Weihnachts- und Osterfest noch alles wird, wenn wir deren Inhalte und Sinngebung zunehmend vergessen. Vielleicht ist es dann auch der Punkt, an dem Pegidas und Co. irgendwelche Abendländer retten, deren kulturellen Kern sie selbst längst vergessen haben. Auch da haben wir ein vergiftetes Antlitz, eben eine vergessene Wahrheit, die gerade munter in vergifteter Form wiederkehrt. Dankeschön.